Am 22. September 1994 lief Rachel Green von ihrer Hochzeit weg. An diesem Tag wurden die Hauptdarsteller von Friends auf der ganzen Welt berühmt. Alle wurden vom Publikum geliebt und erhielten hohe Gagen. Aber es gab eine Schauspielerin unter ihnen, deren Erfolg die anderen Friends nicht erreichten. Jennifer Aniston ist eine einzigartige Persönlichkeit, deren Ruhm noch immer so hell strahlt wie Ende der 90er Jahre. Was hat sie für ihre Karriere durchgemacht? Heute werden wir auf dem Biographer-Channel über die Höhen und Tiefen von Jennifer Aniston sprechen. Welche Rolle brachte ihr eine Nominierung für die Goldene Himbeere ein? Was war der wahre Grund für ihre Trennung von Brad Pitt? Warum hat sie 15 Jahre lang nicht mit ihrer Mutter gesprochen? Macht es euch bequem und wir fangen an. Jennifer Joanna Aniston wurde am 11. Februar 1969 in Sherman Oaks, Kalifornien geboren. Ihre Eltern waren Schauspieler griechischer Herkunft. Jennifer ist nicht das einzige Kind in der Familie. Sie hat auch einen Bruder, John, den Sohn ihrer Mutter aus ihrer ersten Ehe. Als ihr Vater, John Aniston, eine Rolle in der Seifenoper Love of Life hatte, zog die Familie nach New York. Die Jahre dort bezeichnet Jennifer als die glücklichsten ihrer Kindheit. My favorite memory is when they would have poker parties. Because my dad was and still is on a soap opera, and their actor friends would come and sing songs around the piano and play games, play charades, and they were just funny, fun people. Doch die Beziehung zwischen ihren Eltern begann sich allmählich zu verändern. Die kleine Jennifer fühlte sich für die Atmosphäre in der Familie verantwortlich. Im Laufe der Jahre kam es zu Spannung zwischen meiner Mutter und meinem Vater und ich machte lustige Dinge, um die Stimmung wieder aufzulockern. Ich glaube, ich habe gelernt, meinen Lebensunterhalt mit dem zu verdienen, was ich als Kind getan habe, um mich zu heilen. I liked making people laugh. It was such a source of survival for me as a kid, you know, to be a clown and make people laugh. Leider ließ sich das Paar scheiden, als ihre Tochter 9 Jahre alt war. Zitat am Rande: Als ich etwa 9 Jahre alt war, kam ich von einer Party eines Freundes nach Hause und mein Vater war nicht da. Scheidungen kommen in vielen Familien vor und ich will jetzt nicht übertreiben, aber das war's. Das hatte große Auswirkungen auf Jennifer und ihre Ansichten über die Ehe. Das Mädchen hat ihren Vater ein ganzes Jahr lang nicht gesehen. Auch mit ihrer Mutter, Nancy Dow, konnte sie sich nur schwer unterhalten. Jennifer entsprach nicht ihren Erwartungen, vor allem was das Aussehen und den Glamour betraf. Sie war sehr kritisch mir gegenüber. Weil sie ein Model war, war sie wunderschön, umwerfend. Ich war es nicht. Sie kam aus dieser Welt von Schatz, pass besser auf dich auf oder Schatz, schminke dich oder all diesen seltsamen Sprüchen, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnern kann. Ihre Freunde wurden zu ihrer Stütze. Mit vielen von ihnen steht sie auch heute noch in Kontakt. Wir scherzen immer, dass wir uns gegenseitig großgezogen, bemuttert und geschwisterlich behandelt haben, dass wir füreinander da waren. Viele Jahre später, wenn sie über ihre Beziehung zu ihrer Mutter nachdenkt, sagt Jennifer, dass sie versteht, wie schwierig es ist, eine alleinerziehende Mutter zu sein, die ständig nach einem Weg sucht, Geld zu verdienen und für 2 Kinder zu sorgen. Meine Mutter hat diese Dinge gesagt, weil sie mich wirklich geliebt hat. Sie wollte nicht zickig sein oder wusste, dass sie mir tiefe Wunden zufügen würde, die ich dann mit viel Geld wieder richten könnte. Sie hat es getan, weil sie genau so aufgewachsen ist. There are so many struggles that everybody has, especially when it's like you don't know what you're filling up. Are you filling up a void? Is it your father leaving? Is it your fear of failure? Is it that I will never be that thin? I will never be as beautiful as you, whoever you are. Then I think once you figure out your you know, who you are and what you love about yourself, I think it all kind of falls into place eventually. Als Teenager besuchte Jennifer ihren Vater von Zeit zu Zeit in Los Angeles, wo er in der Fernsehserie Days of Our Lives mitspielte. Wahrscheinlich haben diese Reisen in die Stadt der Engel und der Schauspielereltern ihren Wunsch verstärkt, sich im Filmgeschäft zu versuchen. In der Schule war sie bei weitem nicht die beste Schülerin. In einem Interview scherzte die Schauspielerin, es habe eine anonyme Gruppe von Lehrern gegeben, die Jennifer Aniston hassten. Das Einzige, was Jennifer Spaß machte, war der Kunstunterricht. Einmal wurde ihr Aquarell im Metropolitan Museum ausgestellt. Misserfolge in der Schule kompensierte sie mit Charme und künstlerischem Geschick. Als Jennifer 11 Jahre alt war, wurde sie Mitglied im Drama Club der Rudolf Steiner Schule. Einer der Schauspieler, der sie in dieser Zeit am meisten beeindruckte, war Laurence Olivier. Ehrlich gesagt, war ich besessen von ihm, als ich ein Kind war. Ich erinnere mich nur daran, dass ich so in ihn verliebt war. Ich weiß noch, dass ich dachte, vielleicht kann ich eines Tages, wenn ich Schauspielerin werde, mit ihm arbeiten. Und ich erinnere mich an den Tag, an dem er starb und ich weinte mir die Augen aus. Eines Tages, als Jen etwa 13 Jahre alt war, rief ihr Vater sie zu Search for Tomorrow als Statistin. Mitten in der Szene sagte jemand von der Crew zu Jennifer, sie solle mit einer anderen jungen Statistin den Platz tauschen. Alles ging schnell und sie maß dem keine Bedeutung bei.
Auf dem Heimweg verriet ihr Vater, dass die Kamera sie gar nicht gefilmt hätte, wenn sie nicht die Plätze getauscht hätten. Die junge Schauspielerin fühlte sich schrecklich, absolut gedemütigt und beschämt, dass das arme Mädchen wegen ihr, der Tochter des Soapstars, aus dem Bild gedrängt wurde. Ich weiß noch, wie ich schweigend den Broadway hinunterging, nachdem er es mir gesagt hatte. Ich hatte nicht diese Art von Ehrgeiz. Wissen Sie, es gibt Leute, die brennen vor lauter Ehrgeiz und dem Gefühl, ich werde es schaffen. Das hatte ich nie. Aber Jen hat daraus gelernt. Nichts auf dieser Welt, besonders im Filmgeschäft, wird einem einfach so geschenkt. Man muss sich seinen Platz an der Sonne erkämpfen. Nach ihrem Schulabschluss besuchte Jennifer die Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts in Manhattan. Als der Vater erfuhr, dass seine Tochter seinen Weg eingeschlagen hatte, war er bestürzt. Und dann sagte er, na gut, ich habe dich gewarnt. Seine größte Sorge war, dass es mir das Herz bricht. Denn es kann so schwer sein, weißt du, und schmerzhaft. Und Ablehnung ist nicht einfach. Aniston war aufgeregt und unglaublich glücklich, als sie endlich ihr Elternhaus verließ. Das Leben mit ihrer Mutter sei zwar nicht völlig schrecklich und unangenehm gewesen, aber es habe genug Probleme gegeben. Das Verhältnis der beiden sollte sich bald verschlechtern, aber zu diesem Zeitpunkt machte Jen die ersten Schritte in Richtung ihres Traums. Jennifer Aniston begann ihre Schauspielkarriere 1988 am Public Theater. An einen ihrer Auftritte erinnert sie sich gerne zurück. Die Schauspielerin hatte eine Szene, in der sie sich hinsetzte, das Publikum ansah und eine Zeile sagte, die immer für Gelächter sorgte. Eines Abends, als ich die Szene spielte, merkte ich, dass ich direkt in diese riesige, klaffende Höhle starrte, die der Mund von Al Pacino war. Er sitzt im Publikum neben Diane Keaton und er lacht wirklich. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe Al Pacino zum Lachen gebracht. Das war einer der schönsten Momente, die ich je erlebt habe. Ein solcher Moment kann dich ein oder zwei Jahre lang begleiten. Leider war es schwer, nur von den Einnahmen aus dem Theater zu leben und so musste die aufstrebende Schauspielerin zusätzliches Geld verdienen, wo immer sie konnte. I worked at an advertising agency as a receptionist. Then I wasn't allowed to do that anymore. And then I went to work for the lovely woman who ran the broadcasting department. Then they were like, okay. Then they gave me this, why don't you try bike messengering? They thought that would be great because I'm like 17 and ride a bike and that would be fun. And it's just not. Not my thing, with cylinders and backpacks and that lasted one day. Außerdem arbeitete sie als Kellnerin in einem Diner mit dem etwas ironischen Namen Jackson Hole. Im Alter von 20 Jahren fand Jen zufällig heraus, dass sie an Legasthenie leidet. Dabei handelt es sich um eine häufige Lernbehinderung neurologischen Ursprungs. Sie erschwert das Lesen, Schreiben und allgemein das Entziffern von Buchstaben. Diese Entdeckung war für Jen lebensverändernd. Bis dahin dachte ich, ich sei nicht besonders intelligent. Ich konnte mir einfach nichts merken. Jetzt hatte ich diese großartige Entdeckung gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass all meine Kindheitstraumata, Katastrophen, Tragödien und Dramen aufgeklärt wurden. In der Filmwelt ist Jennifer nicht die Einzige, die mit dieser Diagnose lebt. In unserem anderen Video haben wir bereits darüber gesprochen, dass auch Keanu Reeves unter Legasthenie leidet. In ihrer ersten Filmrolle wurde Aniston nicht einmal im Abspann erwähnt. Jen spielte die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Abenteuerfilm Mick, mein Freund vom anderen Stern. Im folgenden Jahr war sie in der Howard Stern Show als Sprecherin für Nutrisystem zu sehen. Und nach zwei Jahren Arbeit in New York zog Jennifer nach Los Angeles. Im Jahr 1989 begann sie im Fernsehen aufzutreten, aber wie üblich waren die ersten Projekte nicht besonders erfolgreich. Die Sitcoms Molloy und Ferris Bueller erlangten keine Popularität. Als Ferris Bueller scheiterte, endete gleichzeitig auch Anistons flüchtige Romanze mit ihrem Serienkollegen Charlie Schletter. Er spielte den jüngeren Bruder von Jens Figur. Nach einer kleinen Rolle in dem Fernsehfilm Chaos im Camp Cucamonga spielte Jennifer 1993 in dem Horrorfilm Leprechaun mit. Obwohl der Film anfangs negative Kritiken erhielt, wurde er später zu einem Kultklassiker. Im Jahr 2014 bezeichnete Entertainment Weekly Jennifers Rolle in Leprechaun als ihre schlechteste Rolle. Jennifer ist auch deshalb nicht begeistert von ihrer Rolle, weil es ihr Jahre später, als sie mit Justin Theroux liiert war, sehr peinlich war, als ihr Verlobter über diesen Film im Fernsehen stolperte. Er schaltete durch die Kanäle und stolperte darüber. Die nächsten zwei Stunden waren für mich sehr peinlich. Aber nach der Veröffentlichung dieses Films wurden die Castingdirektoren immer öfter auf Jen aufmerksam. Sie trat in einigen Fernsehsendungen auf und bekam die Rolle, die sie weltweit berühmt machte. Ursprünglich wollten die Macher von Friends, dass Jennifer für die Rolle der Monica Geller vorspricht. Aber nachdem sie das Drehbuch gelesen hatte, wurde Aniston klar, dass sie nur Rachel spielen wollte und sonst niemanden. Aber es kam anders, denn zur gleichen Zeit wollte sich Courtney Cox um die Rolle der Rachel bewerben. Sie machte sich ebenfalls mit dem Drehbuch vertraut und stellte fest, dass Monica ihr ähnlicher war.
Aber obwohl Jennifer eine der Hauptanwärterinnen für die Rolle war, war es nicht leicht für sie, sie zu bekommen. Zu dieser Zeit spielte die Schauspielerin die Hauptrolle in der wenig erfolgreichen CBS-Serie Muddling Through. Mit dem Gefühl, dass das neue Projekt ihr Leben verändern würde, flehte Jennifer fast unter Tränen die Produzenten von NBC an, etwas zu unternehmen, damit sie in Friends mitspielen konnte. Sie wurde genommen, aber Jennifer spielte die Hauptrolle im Pilotfilm, ohne die Sicherheit zu haben, dass sie in dem Projekt bleiben würde, da sie weiter an der Serie Muddling Through arbeitete. Und dann hat NBC extra den Film von Danielle Steele zur gleichen Zeit wie die Serie von Aniston ausgestrahlt. Dadurch wurden die Einschaltquoten buchstäblich in den Keller gedrückt und die Schauspielerin erhielt eine Rolle in Friends. Vielleicht wird das jemanden enttäuschen, aber die Schauspieler teilen die Fanliebe für das Friends-Intro nicht. We were all never a big fan. No one was really a big fan of that theme song. It felt. Oh, right, right. Really? No, we've it's thought interesting. Of... Oh, you've shocked us now, Jennifer. No, sorry, yeah. I don't mean to say that, but we felt it was a little, I don't know, dancing in a pond. It felt like a fountain. Felt sort of odd, but we did it. Als die sechs Hauptdarsteller bestätigt wurden, nahm der Regisseur der Serie, Jimmy Burrows, den Jennifer liebevoll Papa nennt, sie mit nach Las Vegas. Er führte uns zum Abendessen aus und sagte, ihr wisst nicht, worauf ihr euch da einlasst. Ihr solltet besser auf euch aufpassen. Wir hatten keine Ahnung, wovon er sprach. Dann gab er jedem von uns $500 und sagte, genießt es, das ist das letzte Mal, dass ihr durch ein Casino gehen könnt, ohne belästigt zu werden. Sie aßen im Spago im Caesars Palace, um die letzte Chance auf Anonymität zu genießen. Es ist symbolisch, dass die Schauspieler nach sechs Jahren dorthin zurückkehrten, um die Hochzeit von Rachel und Ross zu drehen. Papa hat sich nicht geirrt. Die Sitcom wurde 1994 veröffentlicht und erhielt gute Kritiken und solide Einschaltquoten. Und die Schauspieler, die die kultigen Sechs spielten, wurden berühmt. Die auf den ersten Blick einfache Idee, das Leben von jungen Freunden in New York zu zeigen, kam beim Publikum gut an. Im ersten Jahr waren wir die Nummer 1 bei den Wiederholungen im Sommer, erinnert sich Jennifer. Eines Tages kamen Leute in einem Drugstore auf mich zu und sagten, wir verfolgen Sie schon seit mehreren Blogs und wollten nur wissen, ob Sie das sind und ob wir ein Autogramm von Ihnen bekommen können. Ich stehe da mit Klopapier unter dem einen und Tampons unter dem anderen Arm und sage, klar. Millionen von Frauen haben versucht, die berühmte Frisur von Rachel Green zu kopieren. Die Ironie dabei ist, dass Jennifer selbst alles andere als begeistert davon war. Die Schauspielerin spricht darüber, wie ihr Friseur ihr diesen Haarschnitt vom Schauspieler fiel, war eine schwere Last. Das Blitzlichtgewitter folgte ihr überall hin. Jeder wollte wissen, wo Rachel Green zu Abend aß und mit wem sie schlief. Selbst nach Jahren der Arbeit an dem Projekt schockierte der Ruhm die Schauspielerin. Es fällt ihr immer noch schwer, mit der enormen Popularität von Friends zurechtzukommen, obwohl Jennifer in der Welt der Schauspielerei aufgewachsen ist. Aniston gibt zu, dass eines der Dinge, die ihr geholfen haben, mit Stress umzugehen und nicht verrückt zu werden, die Kommunikation mit ihrer Mutter war. Jennifer Aniston hat nie den Mut verloren oder sich in der Öffentlichkeit aufgeregt, da sie damit aufgewachsen ist, dass ihre Mutter es sich in der Opferrolle bequem gemacht hat und ihr das nicht gefiel. Ich wusste, dass diese Frau ein Beispiel dafür war, was ich nie sein wollte. Und das werde ich auch nie sein. Die Beziehung zu ihrer Mutter wurde von Jahr zu Jahr schlechter und verschlechterte sich schließlich, als Nancy 1996 der Boulevardsendung Hard Copy ein offenes Interview gab, in dem sie ihr Leben mit Jennifer anschaulich beschrieb. Der letzte Strohhalm für Aniston war ein Buch mit dem Titel From Mother and Daughter to Friends, a Memoir, das Nancy Dow 1999 schrieb. Es heißt, dass Jennifer danach 15 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter hatte. Aber zurück zu Friends. Der Erfolg der Sitcom war eine Kombination aus einer guten Idee, talentierten Autoren und einer perfekt aufeinander abgestimmten Besetzung. David Schwimmer erinnerte sich, dass er bei den ersten Proben buchstäblich eine besondere Energie spürte. Es ist schwer, auch nur einen guten Schauspieler zu finden, der perfekt in die Rolle passt. Aber sechs solche Leute zusammenzubringen und die Chemie zwischen ihnen zu sehen, ist ein Wunder. Die Drehbuchautoren haben eine Atmosphäre geschaffen, in der die Schauspieler ihre Rollen gut spielen und ihre Ideen einbringen konnten. So schufen sie gemeinsam das lustigste und emotionalste Material. Während der Dreharbeiten wurden die Schauspieler zu echten Freunden. Als wir mit den Dreharbeiten für die erste Staffel begannen, sagte Jimmy, benutzt meine Garderobe zum Abhängen, weil sie größer war. Wir mussten zusammen abhängen, uns kennenlernen und uns so schnell wie möglich anfreunden, denn nur so konnte die Serie funktionieren. Sie gingen nach der Arbeit gemeinsam essen, aßen in den Pausen zu Mittag und spielten Poker und andere Spiele. Die anderen fünf waren wie ein schützender Kokon um uns herum. Irgendwann beschlossen die Schauspieler auch, sich gemeinsam um die Finanzen zu kümmern und gründeten so etwas wie eine kleine Gewerkschaft. Anfangs erhielten sie unterschiedliche Gagen, aber als es um die Verlängerung ihrer Verträge ging, beschlossen die Schauspieler, dass es fair wäre, wenn alle sechs Freunde die gleiche Gage erhielten. Ab der fünften Staffel erhielt jeder von ihnen $100.000 pro Folge. In der letzten Staffel stieg der Betrag auf $1 Million pro Folge. Damit schaffte es Aniston zusammen mit Lisa Kudrow und Courtney Cox in das Guinness-Buch der Rekorde als bestbezahlte Fernsehschauspielerin aller Zeiten. Ihre Bemühungen wurden nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von den Kritikern gewürdigt. Jens erste große Auszeichnung war der Screen Actors Guild Award.
Die Schauspielerin wurde 5-mal für einen Emmy nominiert und gewann den Preis im Jahr 2002. Und 2003 wurde sie auch mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Die Leben der beiden waren mit ihren Rollen verwoben. Erinnern Sie sich noch an Pat, den Hund, den Joey einst kaufte? Tatsächlich gehörte er Jennifer. Er wurde ihr zu Beginn der Dreharbeiten zu Friends von einem Freund als Glücksbringer geschenkt. I mean, it's just so realistic. I know. Yeah. His name's Pat. Pat the dog. Oh, I get it! Bei den Dreharbeiten zur vierten Staffel lernte Aniston den Schauspieler Tate Donovan kennen. In der Geschichte hat seine Figur eine Affäre mit Rachel. Zwischen den beiden Schauspielern begann eine romantische Beziehung, die von 1995 bis 98 andauerte. Viele bezeichneten Tate als Jens erste Liebe. Es wurde gemunkelt, dass Donovan ihr sogar einen Heiratsantrag machte und Aniston sagte ja. Doch die Vorbereitungen verzögerten sich und irgendwann beschloss die Schauspielerin, sich von ihrem Verlobten zu trennen. Aniston war nicht nur auf Friends beschränkt. Zwischen den Dreharbeiten fand sie auch Zeit, an Filmen zu arbeiten. Doch die Versuche waren nicht immer erfolgreich. Für ihre Rolle in dem Film She's the One aus dem Jahr 1996 erhielt Jennifer eine Nominierung für die Goldene Himbeere in der Kategorie Schlechtester neuer Star. Aufgrund ihrer Rolle in Friends bekam die Schauspielerin hauptsächlich Rollen in Komödien wie Café Blue Eyes, Schlafloses Verlangen und zwei Singles in L.A. angeboten. 1997 erhielt Jennifer ihre erste größere Rolle in der romantischen Komödie Der gebuchte Mann. Der Film erhielt gemischte Kritiken, aber Aniston wurde positiv bewertet. Das Melodrama Liebe in jeder Beziehung wurde ebenfalls kritisiert. Bei den Dreharbeiten begann Jen eine Affäre mit einem Kollegen, Paul Rudd. Das Paar ging mehrmals aus, trennte sich aber bald wieder. Trotz der Trennung blieben sie freundschaftlich verbunden und spielten später zusammen in Friends sowie in Wanderlust, der Trip ihres Lebens 2012. Anistons schauspielerischer Durchbruch gelang ihr 2002 in der Independent-Dramedy The Good Girl. Darin warf sie das Image des Mädchens von nebenan, das ihr anhaftete, über Bord und verkörperte eine 30-jährige Frau in Depressionen, die ihren Mann betrügt. Der Film hatte einen begrenzten Kinostart, wurde aber von den Kritikern sehr positiv aufgenommen. So schrieb Roger Ebert: Nach einer Reihe von unbeachteten Filmen, die vom unterhaltsamen Alles Routine bis zum schlechten Der gebuchte Mann reichten, hat Jennifer Aniston in einem unabhängigen Film mit Satire und emotionalem Aufruhr endlich entschieden, mit ihrem Friends-Image zu brechen. Man kann sie nicht mehr auf dieselbe Weise betrachten. Jennifers Nominierung bei den Film Independent Spirit Awards und den Satellite Awards waren eine große Bereicherung. Im Jahr 2003 hatte Jennifer das Glück, das Mädchen Gottes zu werden. Nun, genauer gesagt, die Freundin des Übergangsgotts. Die Rede ist natürlich von Bruce Allmächtig und ihrer Rolle der freundlichen, sympathischen Grace. Der Film war ein Erfolg an den Kinokassen. Trotz gemischter Kritiken wurde er schließlich zu einem Klassiker. Jen erhielt eine Nominierung bei den Teen Choice Awards als beste Komödiendarstellerin und wurde zusammen mit Jim Carrey bei den MTV Movie Awards für den besten Kuss nominiert. Anistons Privatleben entwickelte sich nicht weniger rasant als ihre Karriere. Im Jahr 1998 vermittelte Jennifers Agent ihr ein Date mit Brad Pitt. So entstand eines der schillerndsten Paare der damaligen Zeit. Zum ersten Mal trafen sich die Schauspieler Anfang der 90er Jahre. Doch beide hatten zu dieser Zeit Beziehungen mit anderen und waren nicht aneinander interessiert. Erst ein Blind Date, das viele Jahre später organisiert wurde, half ihnen, sich näher zu kommen. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell, doch erst ein Jahr später bestätigte das Paar offiziell, dass sie zusammen sind. Bei der Emmy-Verleihung im September 1999 zeigten sich die beiden zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Einige Monate später standen sie bei einem Sting-Konzert auf der Bühne. Dort konnten die Zuschauer zum ersten Mal den Verlobungsring an Jens Hand sehen. Er wurde nach einer Skizze von Brad angefertigt. Pitt freute sich in einem Interview, dass seine Verlobte die Frau seines Lebens ist. Als er Jens zum ersten Mal gesehen habe, sei ihm klar geworden, dass sie wie für ihn geschaffen sei. Sie wurden zu einem der beliebtesten und schillerndsten Paare in Hollywood. Im Jahr 2002 gründeten Aniston und Pitt zusammen mit dem Produzenten Brad Grey die Produktionsfirma Plan B Entertainment. Wir gründeten diese kleine Firma im Untergrund, sprachen nicht wirklich darüber, weil wir nicht als Schauspieler angesehen werden wollten, die Vanity-Deals haben, bei denen man nichts tut. Wir wollten zuerst etwas schaffen. Die Dinge liefen bald wie am Schnürchen und bis 2004 hatte das Unternehmen 17 Filme in Produktion, darunter Troja und Charlie die Schokoladenfabrik. Als Jennifer Aniston gefragt wurde, ob es schwierig sei, mit einem nicht minder berühmten Star eine Beziehung zu führen, antwortete sie: Es ist eine Herausforderung. Wenn so viel Energie auf zwei Menschen einwirkt, egal ob man will, dass sie sich trennen oder ob man will, dass sie glücklich sind, dann ist das schwierig. Das kann einen ganz schön durcheinander bringen, wissen Sie? Man muss einfach auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Aniston hat immer betont, dass sie ein ganz normales Liebespaar sind, genau wie die anderen. Und als sie als eines der sexiesten Paare Hollywoods bezeichnet wurden, haben Pitt und Jen nur gelacht. Oh, wir sind solche Trottel, es ist lächerlich. Wir sind wahrscheinlich die meiste Zeit über zwei der unsexiesten Menschen auf diesem Planeten.
Am 29. Juli 2000 heirateten diese unsexiesten Menschen. Die Hochzeit fand in einem Herrenhaus in Malibu statt und war eine der teuersten zu dieser Zeit. Das Paar zahlte fast $1 Million, um seine Hochzeit zu feiern. Trotz des Ausmaßes und der Publizität in den Medien gibt es fast keine Fotos von der Veranstaltung im Netz. Augenzeugen berichten, dass die Location mit 50.000 Blumen geschmückt war und das Feuerwerk $20.000 kostete. Sie gaben sich spielerisch das Ehegelübde. Jen versprach immer, Pitts Lieblingsbananensmoothie zu machen, und Pitt versprach, ein Gleichgewicht auf dem Thermostat zu finden. Übrigens hat Jennifer ihre Mutter nicht zur Hochzeit eingeladen. Offenbar wollte sie das Ergebnis nicht durch giftige Showdowns verderben. Das Paar verbrachte seine Flitterwochen auf den Seychellen. Nach ihrer Rückkehr richteten sie ihre Villa in Beverly Hills ein. Brad und ich haben immer gescherzt, dass jedes Möbelstück entweder ein Museumsstück oder einfach nur unbequem war, so Jen. Er hatte definitiv einen Sinn für Stil und ich hatte meinen Sinn für Stil und manchmal kollidierten sie. Ich stand nicht so sehr auf modern. Im Jahr 2001 hatte Brad einen Gastauftritt in Friends. Ironischerweise spielte er den Typen, der Rachel hasst. Rachel Green. Oh, that's right. Are you gonna be okay? Oh, I'll be fine. Just... God, I hate her, Ross. I hate her. So sehr Jennifer Friends auch liebte, sie fand, dass die Serie beendet werden musste. Sie wollte nicht den Rest aus der beliebten Serie herauspressen. Deshalb zweifelte die Schauspielerin lange Zeit daran, ob sie in der letzten Staffel mitspielen wollte. Ich hatte ein paar Probleme, mit denen ich zu kämpfen hatte. Ich wollte, dass es aufhört, wenn die Leute uns noch lieben und wir auf einem Hoch sind. Und dann hatte ich auch Bedenken, wie viel von Rachel noch in mir steckt. Wie viele Geschichten gibt es noch für uns alle zu erzählen, bevor wir nur noch erbärmlich sind? Erst als die Macher die Anzahl der Episoden von 24 auf 18 reduzierten, stimmte sie zu, in der letzten Staffel aufzutreten. Das Finale der Sitcom wurde am 6. Mai 2004 ausgestrahlt. In den USA wurde es von 52,5 Millionen Zuschauern gesehen und war damit die meistgesehene Unterhaltungssendung seit dem Finale von Seinfeld im Jahr 98. Jeder Schauspieler nahm am Ende der Serie ein Stück des kultigen Cafés mit nach Hause. Sie nahmen ein Stück des gefakten Bürgersteigs vor dem Central Park mit. Manche Leute sagen, dass Friends sie während einer Krebsdiagnose gerettet hat, andere sind einfach nur dankbar für diese kleine Serie, sagte Aniston Jahre später mit Tränen in den Augen. Wir haben uns wirklich geliebt und wir haben uns umeinander gekümmert. Ich weiß nicht, warum das immer noch nachhallt. Es gibt keine iPhones, es gibt nur Menschen, die miteinander reden. Niemand redet mehr miteinander. Nach Abschluss eines Langzeitprojekts wollte Jennifer eine Pause von den Dreharbeiten einlegen und gab zu, dass sie jetzt bereit für Kinder sei. Das Erste, was ich tun werde, ist Urlaub zu machen. Ich werde so viel wie möglich von der Welt sehen, bevor ich ein Baby bekomme. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit ihr. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam am 7. Januar 2005 die Nachricht, dass sich eines der schönsten Paare Hollywoods getrennt hat. Die Fans waren schockiert und enttäuscht und die Medien posaunten bereits, dass Angelina Jolie der Grund für die Scheidung sei. Sie lernte Pitt am Set des Spionagedramas Mr. und Mrs. Smith kennen. Die Einzelheiten der Trennung sind noch nicht bekannt. Es gibt die Version, dass die Beziehung zwischen Pitt und Aniston schon vor dem Film zu zerbrechen begann und die Bekanntschaft mit Jolie Brad nur seiner Entscheidung näher brachte, die er schon lange in Erwägung gezogen hatte. Die Anhänger dieser Version fanden einige Interviews mit Jen aus dem Jahr 2003, in denen sie beiläufig zugab, dass sie sich nicht ganz sicher sei, ob Pitt die Liebe ihres Lebens sei. Aber sie sagte auch, sie wisse, dass sie etwas Besonderes hätten. Skeptiker meinten, Brad und Jen seien zu verschieden, um eine langfristige Beziehung aufzubauen. Andere glauben, es sei eine perfekte Ehe gewesen und Pitts Begegnung mit Angelina habe alles verdorben. Außerdem hatte Jolie schon vor dem Treffen mit Pitt den Ruf der Frau, die in der Lage ist, jemanden den Freund auszuspannen. Aber was ist wirklich passiert? Was ist eurer Meinung nach der Grund für die Trennung der beiden? Verhängnisvolle Schönheit Angie oder Inkompatibilität der Charaktere? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit. So oder so, es war sehr schwierig für Jen. Sie wohnte in einem Haus in Malibu, in der Gesellschaft ihres alten Hundes Norman. Die Schauspielerin las keine Nachrichten und schaltete den Fernseher nicht ein. Jennifer tat ihr Bestes, um sich von der Außenwelt abzuschirmen und verärgerte damit die Medien und die Fans, die unbedingt in der schmutzigen Wäsche der Prominenten wühlen und die Details der Scheidung herausfinden wollten. Die Fans teilten sich in diejenigen, die auf Jennifers Seite standen, und diejenigen, die Pitt und Jolie verteidigten. Es ging so weit, dass T-Shirts mit der Aufschrift Team Aniston und Team Jolie zum Verkauf angeboten wurden. Erstere wurden häufiger gekauft, mit einem Verhältnis von 25 zu 1. Aber um ehrlich zu sein, war das ein kleiner Trost für Jen. Die Paparazzi, die sie einst als Ratten bezeichnete, machten buchstäblich Jagd auf sie, um eine einsame und verlassene Frau mit der Kamera einzufangen. In den Boulevardzeitungen wurden damals die verrücktesten Theorien aufgestellt. So konnte man zum Beispiel die Vermutung lesen, Pitt habe sich von Jen getrennt, weil sie keine Kinder haben wollte. Und das, obwohl die Schauspielerin erst kürzlich in einem Interview verkündete, dass sie bereit sei, ein Kind zu bekommen. Einem Mann, der sich scheiden lässt, würde man niemals vorwerfen, dass er seine Karriere den Kindern vorzieht.
ärgerte sich Jennifer in einem offenen Interview mit Vanity Fair. Das hat mich wirklich wütend gemacht. Ich habe nie in meinem Leben gesagt, dass ich keine Kinder haben will. Ich habe es getan und ich tue es und ich werde es tun. Die Frauen, die mich inspirieren, sind diejenigen, die Karriere machen und Kinder haben. Warum sollte ich mich selbst einschränken wollen? Ich wollte schon immer Kinder haben und ich würde diese Erfahrung niemals für eine Karriere aufgeben. Ich möchte alles haben. Das Paar sagte, dass sie sich als Freunde trennten, die sich gegenseitig respektieren und lieben. Aber es war nicht einfach, denn noch im Jahr 2005 tauchten Bilder von Brad mit Angelina und ihrem Sohn Maddox am Strand in Kenia in Zeitschriften auf. Und bereits 2006 gaben Julie und Pitt bekannt, dass sie ein Baby erwarten. Die Welt war schockiert. Und ich war es auch. Es hat Jen sehr verletzt, dass er so schnell nach ihrer Trennung mit einer anderen Frau gesehen wurde, sagte Andrea Bendewald, eine Schauspielerin, die seit ihrer Jugend mit Aniston befreundet ist. Sitzungen mit einem Psychotherapeuten und Yoga halfen Jennifer, die Scheidung zu verkraften. Ihre Freunde haben die Schauspielerin in der schweren Zeit wirklich unterstützt. Meine Freundin habe ich schon seit 20 Jahren. Wenn etwas passiert, schart sich der Stamm um einen und richtet einen auf. Ich hatte sicher auch einsame Momente, aber ich genieße es auch, allein zu sein. Keine Frage, es ist gewöhnungsbedürftig. Ich bin ein Beziehungsmensch und wenn etwas passiert, will man es instinktiv teilen. Aber man ist nicht mehr Teil eines Paares. Das vermisse ich definitiv. Es fühlte sich an, als müsste sie wieder lernen, wie man läuft. Sie musste sich wieder an das Alleinsein gewöhnen. Aber Jen hatte Mühe, das Glas halb voll zu sehen. Bin ich einsam? Ja. Bin ich verärgert? Ja. Bin ich verwirrt? Ja. Habe ich auch Tage, an denen ich mich selbst bemitleide? Auf jeden Fall. Aber es geht mir auch sehr gut, sagt sie. Ich habe ein unglaubliches Team, das mich unterstützt und ich bin ein harter Brocken. Ich glaube an die Therapie. Ich denke, sie ist ein unglaubliches Mittel, um das eigene Selbst zu erziehen. Ich fühle mich sehr stark. Ich bin wirklich stolz darauf, wie ich mich verhalten habe. 2005 war ein schreckliches Jahr für Aniston, nicht nur in ihrem Privatleben, sondern auch in ihrer Karriere. Die Schauspielerin versuchte erneut, aus der Rolle des süßen Mädchens herauszukommen, allerdings nicht sehr erfolgreich. Der Krimi Derailed – Terror im Zug mit Clive Owen wurde von den Kritikern negativ aufgenommen. Auch das Publikum war nicht begeistert. Ein weiterer Film in diesem Jahr war das Familiendrama Wo die Liebe hinfällt. Leider erhielt der Film negative Kritiken und wurde mit einem Einspielergebnis von $88,9 Millionen bei einem Budget von $70 Millionen zu einer regelrechten Bombe an den Kinokassen. Das nächste Jahr war ein wenig einfacher. Trennung mit Hindernissen wurde veröffentlicht. In dem Film versucht Jennifers Rolle, die Beziehung zu ihrem Ehemann in Ordnung zu bringen. Das ist doch ironisch, oder? And then I did a movie called The Breakup. I just kind of leaned into the end. I just was like, you know what, guys? Let's just put this, let's make this a completely new chapter. Die Kritiker schätzten das Projekt erneut nicht, aber das Publikum war nach den Einspielergebnissen zu urteilen zufrieden. Der Film spielte weltweit über $205 Millionen ein, bei Kosten von $52 Millionen. Zusammen mit Vince Vaughn erhielt Jennifer den Teen Choice Award in der Kategorie Choice Movie Chemistry. Die Chemie zwischen den Figuren ging nahtlos in die Romanze zwischen den Schauspielern über. Fans gaben dem Paar sogar den Namen Vaughniston und verglichen sie mit Brangelina. Aber Vaughniston hielt nicht lange an. Fast unmittelbar nach den Dreharbeiten trennte sich das Paar. Entweder waren die Wunden im Herzen nach der Trennung von Pitt noch zu frisch oder die Schauspieler verwechselten den Film mit der Realität. Das kann auch passieren. Während ihr Ex-Mann mit seiner neuen Frau auf allen Veranstaltungen glänzte und schnell Kinder bekam, stürzte sich Aniston in die Aufarbeitung. Im Grunde wählte Jen die üblichen zuverlässigen Komödien und Melodramen, in denen sie natürlich großartig war. Einer ihrer beliebtesten Filme jener Jahre war die Familientragikomödie Marley und ich. Der Film handelt von einem Paar, das sich einen Hund anschafft, um zu sehen, ob es bereit ist, ein Baby zu bekommen. Doch sie treffen ausgerechnet auf den unerträglichsten Hund. Der Hund Marley wurde von nicht weniger als 22 verschiedenen Hunden gespielt. Wissen Sie, man sagt immer, was auch immer Sie tun, arbeiten Sie nicht mit Babys und Tieren. Wir haben Babys, wir haben Welpen, wir haben erwachsene Hunde, wir haben alte Hunde. Es war ein Riesenspaß und nichts als Spaß. Da sowohl Owen Wilson, der Jens Ehemann, auf dem Bildschirm spielte, als auch Aniston selbst im wirklichen Leben begeisterte Hundeliebhaber sind, brachten sie ihre Haustiere, Garcia und Norman, jeden Tag mit ans Set. Anistons Hund hatte seinen ersten Auftritt in der Strandszene des Films. Neben Norman hatte Jennifer einen weiteren Hund namens Dolly. Die Schauspielerin fand das Tier kurz nach der Trennung von Pitt in einem mexikanischen Tierheim und nahm es zu sich. Interessanterweise belegte Marley und ich in der Metro-Umfrage zu den 20 Filmen, die Männer zum Weinen bringen, den 5. Platz.
Man denkt, es sei ein Kinderfilm oder ein Hundefilm, aber es ist viel mehr als das, reflektiert Jennifer. Ich ging von dieser Annahme aus, bis mir das Herz herausgerissen wurde. Es geht um die Ehe, es geht um Kinder, es geht um eine Karriere, es geht um das Ego, es geht um Erfolg und Misserfolg. All diese Dinge, von denen ich denke, dass sie alle Menschen an einem bestimmten Punkt in einer Beziehung betreffen. Jen war für die Kids' Choice Awards und die Teen Choice Awards nominiert. Im Jahr 2008 begann die Schauspielerin eine Beziehung mit John Mayer. Laut dem Musiker war es keine flüchtige Romanze. Er hatte Gefühle für Jennifer. Aber anscheinend nicht so ernst, denn der Sänger begann eine Affäre während eines Urlaubs in Mexiko und Jennifer fand es heraus. John bat um Vergebung, aber Aniston konnte ihm nicht verzeihen. In der Zwischenzeit heilte Jennifer die Wunden ihres Herzens mit Hilfe von Filmen. Im Jahr 2010 hatte sie einen Gastauftritt in der Fernsehserie Cougar Town, in der ihre Freundin Courtney Cox die Hauptrolle spielte. Die Schauspielerinnen pflegen auch nach dem Ende von Friends ihre enge Beziehung. Courtney and I every weekend, absolutely. We live like two doors away from each other. And the others I speak to randomly, but not as regularly as I think we all assumed that we would. Jennifer wurde sogar die Patin von Courtneys Tochter Coco. Die beiden haben gescheiterte Ehen und Höhen und Tiefen in ihren Karrieren hinter sich, aber sie unterstützen sich immer noch gegenseitig. Bei Court gibt's absolut keine Wertung. Sie wird sich nie angegriffen fühlen. Sie ist extrem fair, lächerlich loyal und unheimlich liebevoll. Ich habe schon oft in ihrem Gästezimmer geschlafen. Ohne zu viel von meinem Privatleben preiszugeben, kann ich nur sagen, dass sie für mich durch dick und dünn gegangen ist. Die Freundinnen verbringen Weihnachten und Geburtstage zusammen, fahren gemeinsam in den Urlaub und unterstützen sich gegenseitig auf dem roten Teppich bei den Premieren ihrer Filme. Die nächsten Filme in Jennifers Karriere waren die Komödien Meine erfundene Frau, Umständlich verliebt und Kill the Boss sowie die Detektivkomödie Der Kautionskorb. Gerüchten zufolge soll die Schauspielerin am Set des letztgenannten Films eine Affäre mit Gerard Butler begonnen haben. Die Schauspieler haben dies jedoch dementiert. In Umständlich verliebt und der Fortsetzung von Kill the Boss war Anistons Freund Jason Bateman ihr Co-Star. Sie lernten sich kennen, als Jennifer 25 Jahre alt war. Seitdem haben sich die Schauspieler oft gesehen und waren immer froh, wenn sie die Gelegenheit hatten, zusammen zu spielen. Wir haben uns einfach immer gut verstanden. Ich glaube, ich hatte einfach Glück, dass ich für die Rollen in ihren Filmen gut geeignet war. And what is Jennifer Anistons favorite food? I'm gonna say carbonara. Ooh, that's good. That's kind of where I'm at these days. I know it's what I like to eat most that you make. I know. Der Drehbuchautor von Kill the Boss, Michael Markowitz, gab zu, dass er beim Schreiben der Geschichte immer diese beiden Schauspieler im Kopf hatte. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Chemie zwischen ihren Figuren stimmt. Aniston sagte, sie habe ihre Verlegenheit während der Flirtszenen mit Bateman schnell überwunden. Ich kenne ihn seit über 20 Jahren. Er ist wie ein Bruder für mich und seine Frau ist eine meiner besten Freundinnen. Also sind wir bei den Proben und den ersten Aufnahmen rot geworden und haben gekichert und es dann durchgezogen. 2011 veränderte sich das Privatleben von Jennifer. Nach den Dreharbeiten zu Wanderlust begann sie eine Beziehung mit dem Schauspieler und Regisseur Justin Theroux. Die beiden kennen sich bereits seit 2007, dank Ben Stiller. Ich fand ihn so süß und sehr nett, sagte Jen über ihr erstes Treffen. Aber ich weiß noch, dass ich dachte, er sei sehr düster. Zuerst denkt man, er könnte ein Serienmörder sein, aber er ist eigentlich der netteste Mensch der Welt. Justin war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten zu Wanderlust verheiratet und Jen sagte, sie seien nur Freunde. Doch schon bald nach den Dreharbeiten tauchten Fotos auf denen die Schauspieler Zeit miteinander verbrachten. Natürlich wurde jedem klar, dass es sich dabei keineswegs um eine Freundschaft handelte. Theroux saß in der ersten Reihe bei Anistons Hand- und Fußabdruckzeremonie vor dem Grauman's Chinese Theater in Los Angeles. Ihre Beziehung entwickelte sich schnell. Im Januar 2012, nur 8 Monate nachdem sie sich kennengelernt hatten, kauften sie ein Haus in Los Angeles für 22 Millionen Dollar. Es war vor allem sein Humor, der sie zu Theroux hinzog, sagte Aniston. Er ist der unkomplizierteste Typ, mit dem man zusammen sein kann. Er lebt so sehr im Einklang. Es war das erste Mal, dass ich mich so wohlfühlte, mit einem romantischen Interesse, wie mit all meinen schwulen Freunden. Ein Jahr nach Beginn der Beziehung schenkte Justin Jen an seinem Geburtstag einen 8-karätigen Diamantring und machte ihr einen Heiratsantrag. Das Paar wartete jedoch noch 3 Jahre, bevor es den Bund der Ehe schloss. Wir wollen es einfach tun, wenn es perfekt ist, und wir haben es nicht eilig. Niemand stürzt sich von einem Projekt ins nächste, erklärte Jennifer. Sobald klar war, dass ihre Beziehung nicht nur eine Affäre für ein paar Monate war, versuchten die Medien erneut herauszufinden, ob Jennifer ein Baby bekommen würde. Just don't pay attention. Best you can. I think I used to really, for there was a period where I was hell-bent on saying, that's not true, that's not right, that's not fair, that's really sort of. And now I just think you just gotta let it roll off your back and you realize, I think everybody knows it's all BS and like soap opera on paper. Do you understand the appetite? I don't understand it. Ma'am? No. I just think it's like watching a soap opera.
In den letzten 10 Jahren war Jennifer Aniston öfter schwanger, als es für eine Frau überhaupt möglich ist. Jedes Foto im Badeanzug wurde mit äußerster Sorgfalt begutachtet und die Paparazzi waren bereit, gewöhnliche Passanten umzustoßen, um näher an das Paar heranzukommen und aufreizende Fotos zu machen. Im Jahr 2016 brach Jen zusammen und schrieb einen ergreifenden Essay für die Huffington Post, der mit dem Satz begann: „Fürs Protokoll, ich bin nicht schwanger. Was ich bin, ist genervt." Darin stellte die Schauspielerin fest, dass die Objektifizierung und Prüfung, der wir Frauen aussetzen, absurd und verstörend ist. Sie ist empört über die von der Gesellschaft akzeptierte Aussage, dass Frauen irgendwie unvollständig, erfolglos oder unglücklich sind, wenn sie nicht verheiratet sind und Kinder haben. „Hier ist mein Standpunkt zu diesem Thema. Wir sind vollständig mit oder ohne Partner, mit oder ohne Kind. Wir können selbst entscheiden, was schön ist, wenn es um unseren Körper geht. Diese Entscheidung liegt bei uns und nur bei uns. Lasst uns diese Entscheidung für uns selbst und für die jungen Frauen in dieser Welt treffen, die auf uns als Vorbilder schauen. Lasst uns diese Entscheidung bewusst treffen, abseits vom Lärm der Boulevardpresse. Wir müssen nicht verheiratet oder Mutter sein, um vollständig zu sein. Wir können unser eigenes Glück bis ans Lebensende für uns selbst bestimmen." Jennifer und Justin heirateten 2015 in einer geheimen Zeremonie in ihrem Haus in Bel Air. Im Gegensatz zu Jennifers vorheriger Hochzeit war diese Feier viel bescheidener und familienfreundlicher. Den Gästen wurde gesagt, dass es sich um Theroux' Geburtstagsparty handelte, um die Feier zu einer Überraschung zu machen. Gerüchten zufolge hat Aniston ihre Mutter erneut nicht eingeladen. Obwohl sich die Frauen nach Jennifers Scheidung von Brad Pitt wieder näher kamen, blieb ihre Beziehung bis zum Tod von Nancy im Jahr 2016 schwierig. Jen bezahlte Nancys Rechnung bis zuletzt und gab einmal in einem Interview zu, dass sie ihrer Mutter verzeihen könne. „Das ist wichtig. Es ist toxisch, diesen Groll, diese Wut zu haben. Das habe ich gelernt, als ich gesehen habe, wie meine Mutter nie losgelassen hat. Ich weiß noch, wie ich sagte: Danke, dass du mir gezeigt hast, was ich nie sein darf. Das meine ich damit, dass wir die dunkleren Dinge, die in unserem Leben passieren, nehmen und versuchen, Orte zu finden, an denen wir sie für das, was sie uns gegeben haben, ehren können." Es überrascht nicht, dass Jennifer beschloss, die Hochzeit um mehrere Jahre zu verschieben. Während dieser Zeit war sie mit zahlreichen Projekten beschäftigt. Eine Komödie nach der anderen kam auf die Leinwand. Sie erhielten in der Regel neutrale Kritiken von den Kritikern, erzielten aber hervorragende Einspielergebnisse. Das bedeutete, dass das Publikum immer noch begierig war, seine Lieblingskomikerin zu sehen. Für einen Kuss mit Jason Sudeikis in dem gefeierten Film Wir sind die Millers erhielt Jennifer einen MTV Award. Aber die Schauspielerin hatte auch Zeit für dramatische Filme. Im Jahr 2014 feierte der Film Cake Premiere. Es ist eine düstere Geschichte über eine Frau, die einen Autounfall überlebt, aber ihren Sohn verloren hat. Jennifers Fans seien von dieser Rollenwahl überrascht gewesen. „Ich denke, alle Schauspieler, auch die, die für Komödien bekannt sind, haben eine dunklere Seite, die sie gerne auf der Leinwand erkunden würden", sagt Jennifer. „Cake ist eine willkommene Gelegenheit für mich, das zu tun, ein wenig dunkler zu sein. Es war toll, zeigen zu können, dass wir alle diese Art von Wahnsinn in unseren Köpfen haben." Um die Rolle zu spielen, musste sie ein wenig zunehmen. Jen unterbrach ihr übliches Training für 2,5 Monate und hörte auf, ihre Ernährung so sorgfältig wie sonst zu überwachen. Die Schauspielerin gab zu, dass es für sie eine echte Herausforderung war, die Geschichte so zu erzählen, dass die komplexe Hauptfigur nicht für ihre Handlung gehasst wird. „Es war einfach eine wunderbare Geschichte über eine Frau, die außergewöhnliche Schmerzen hat und ein unvorstellbares Trauma durchlebt. Und während ihre Rolle mit Dämonen kämpft, fand ich sie auch ziemlich humorvoll und ziemlich liebenswert. Man hat Empathie für die Figur." Eine gebrochene Figur mit einem schweren Schicksal zu spielen, die buchstäblich in ihrem Kummer ertrinkt, war nicht einfach, aber die Kritiker waren begeistert. Jennifer erhielt Nominierungen für verschiedene renommierte Filmpreise, darunter die Critics' Choice Movie Awards und die Golden Globe Awards. Und die Organisatoren des Golden Raspberry Award waren von ihrer Leistung so beeindruckt, dass sie die Schauspielerin für den Razzie Redeemer Award nominierten. Dieser Preis wird an Schauspieler verliehen, die ihren Ruf nach einer Reihe erfolgloser Filme rehabilitiert haben. Doch die Kritiker freuten sich nicht lange. Im Jahr 2016 war Jennifer in der romantischen Komödie Mother's Day – Liebe ist kein Kinderspiel zu sehen und anschließend in der Komödie Office Christmas Party, die eher gemischte Kritiken erhielt. Jennifer gibt zu, dass sie sich schon immer zum Komödiengenre hingezogen gefühlt hat. „Ich erinnere mich, dass ich in der Highschool ein Tschechow-Stück aufgeführt habe. Es war nicht lustig und ich habe es lustig gemacht. Und mein Lehrer sagte: Sei doch einfach witzig, du hast es in dir." „I'm not funny, I am a serious actor." And he said, "No, you're actually funny and I think you should pay attention to that." Ihr unbestreitbares Talent für alles, was mit Humor zu tun hat, wird von Josh Gordon, dem Regisseur von Office Christmas Party, bestätigt. „Wir haben diese Figur für Jennifer geschaffen, weil sie absolut furchtlos ist, wenn es darum geht, etwas unsympathische Figuren in Komödien zu spielen. Für sie gilt, je gewagter die Rolle, desto besser." In diesem Film arbeitete die Schauspielerin übrigens wieder mit Jason Bateman zusammen. In einem Interview sagte Aniston: „Das ist unser 5. gemeinsamer Film, glaube ich. Es ist so etwas wie, es fühlt sich kaum noch wie Arbeit an."
Im Jahr 2017 belegte Jennifer mit 48 Jahren den zweiten Platz auf der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen. Und obwohl sie alle neuen Gipfel erobert hat, war nicht alles in Jennifers Leben so süß. Im Februar 2018 gaben sie und Justin ihre Trennung bekannt. Wir sind zwei beste Freunde, die sich entschieden haben, als Paar getrennte Wege zu gehen. Aber wir freuen uns darauf, unsere wertvolle Freundschaft fortzusetzen. So Justin in einem allgemeinen Statement. Sofort begannen alle zu spekulieren, was passiert war. Jemand verdächtigte The Road des Verrats und jemand glaubte, dass der Grund für alles der Streit um den Wohnort des Paares sei. Ob es uns gefällt oder nicht, wir hatten keine dramatische Trennung und wir lieben uns, sagt Justin. Ich bin aufrichtig, wenn ich sage, dass ich unsere Freundschaft schätze. Es wäre ein Verlust, wenn wir keinen Kontakt mehr hätten, für mich persönlich. Und ich denke, das gilt auch für sie. Es scheint, dass sie nach der Trennung wirklich Freunde geblieben sind. Wir reden nicht jeden Tag miteinander, aber wir rufen uns an. Wir FaceTime, wir texten, sagt Theroux. Was auch immer der Grund für die Trennung war, sie verbringen weiterhin Zeit mit gemeinsamen Freunden und gratulieren sich in den sozialen Netzwerken zu ihren Geburtstagen. Ich fühle keine Leere, das tue ich wirklich nicht. Meine Ehen waren meiner persönlichen Meinung nach sehr erfolgreich. Und als sie zu Ende gingen, war das eine Entscheidung, die wir getroffen haben, weil wir uns entschieden haben, glücklich zu sein. Und manchmal war das Glück in dieser Beziehung nicht mehr vorhanden. Während sich die Medien an den Details der Scheidung der beiden Prominenten erfreuten, wurde auf Netflix eine Musical-Komödie namens Dumplin' veröffentlicht. Das Drehbuch dazu, das auf dem gleichnamigen Buch von Julie Murphy basiert, wurde von Jennifers bester Freundin Christine Hahn geschrieben. Aniston spielte die Rolle von Rosie, einer ehemaligen Schönheitskönigin, die in ihrer Kleinstadt einen Schönheitswettbewerb für Teenager leitet. Ihre pummelige Tochter, die Rosie Dumplin' nennt, nimmt beleidigt durch die ständigen Vorwürfe und die Abgehobenheit ihrer Mutter an dem Wettbewerb teil. So wird aus dem Protest ein Fest der Freundschaft und der Inklusion. Aniston wollte schon lange in einem Film über die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern mitspielen. Ein Grund, warum sie sich für Dumplin' entschied, war die Tatsache, dass die Handlung mit ihrer schwierigen Erziehung übereinstimmte, wie sie es ausdrückt. Ein weiteres Highlight für Jennifer in Dumplin' ist der Soundtrack, der von ihrer Lieblingssängerin Dolly Parton geschrieben wurde. Man muss sich nur daran erinnern, dass die Schauspielerin ihren Hund nach Dolly benannt hat, um zu verstehen, wie sehr Aniston sie liebt. Laut Jen war die Arbeit mit der Legende eine aufregende Sache. Parton erinnert sich an den Tag, an dem die Schauspielerin ins Studio kam, um sich den Soundtrack anzuhören und sagt, Aniston hörte sich den Song an und weinte einfach. Man muss schon sehr sensibel sein, wenn einen so etwas berührt. Überhaupt ist es spürbar, dass das Projekt für die Schauspielerin sehr persönlich geworden ist. Es überrascht nicht, dass Jen für ihre Leistung positive Kritiken erhielt. Die Experimente mit ernsten Geschichten waren damit noch nicht zu Ende. Im Jahr 2019 wurde The Morning Show auf Apple TV Plus veröffentlicht, die erste TV-Serie seit Friends. Vielleicht eine der wichtigsten Rollen in ihrer Karriere. Die Handlung folgt einer erfolgreichen TV-Show-Moderatorin, deren Leben bergab zu gehen beginnt, als ihr Co-Moderator aufgrund eines Belästigungsskandals gefeuert wird. For so many years, right. doing this, but I so, yes, I went and I shadowed a GMA. Oh, okay. Got there at 7 o'clock in the morning. Really? And it is a fascinating world. It's like an engine that revs up for these 2 hours from 5 to 7, and it's just they go. Der Film kombiniert eine ausgewogene Darstellung des MeToo-Themas mit einer Darstellung der halsabschneiderischen Welt des Fernsehens und wurde von der Kritik gelobt. Für ihre Rolle erhielt Jennifer einen Screen Actors Guild Award, einen Golden Globe und Emmy-Nominierung. Aber nicht nur Filme und Scheidungen haben Jennifers Gedanken in letzter Zeit beschäftigt. 5 Jahre lang arbeitete die Schauspielerin an der Kosmetikmarke LolaVie. Und so brachte sie 2021 endlich das erste Produkt auf den Markt, einen Haarentwirrer. Jennifers Hauptziel ist es, ein Produkt zu kreieren, das gut für die Umwelt und gut für unser Haar ist, das ohne all die beschissenen Chemikalien auskommt und das auch noch funktioniert. Is the name of your product. Yeah, which is the name of my first car. It's not that fancy. Jen, is it really the name of your first car? Yeah. Oh, wow. How about that? Die Vorbereitungen dauerten so lange, weil Jen jedes kleinste Detail einschließlich der Zusammensetzung des Produkts, des Aussehens der Flasche und der Markenbotschaft perfekt gestalten wollte. Um die Marke zu bewerben, meldete sich Aniston sogar auf Instagram an. Das war nicht einfach, denn sie mag soziale Netzwerke eigentlich nicht. Das Einzige, was ich habe, ist die Aufrechterhaltung dieses kleinen Kreises der Unantastbarkeit, der mein eigener ist. Wenn ich hier sitze und etwas über meine Hunde poste oder morgens meine Kaffeetasse mit einem Boomerang versehe, dann gebe ich damit nur ein weiteres Stück von etwas preis, das mir gehört. Doch die Fans waren begeistert. Anistons Instagram-Seite hatte nach 5 Stunden und 16 Minuten nach der Registrierung 1 Million Abonnenten. Damit hat die Schauspielerin den Weltrekord gebrochen. Und das bestätigt einmal mehr das Phänomen Jennifer Aniston. Im Gegensatz zu vielen Schauspielern, mit denen sie zur gleichen Zeit angefangen hat, ist Jen immer noch auf dem Gipfel ihres Ruhms und die Liebe des Publikums zu ihr lässt nicht nach. Es ist unmöglich, ihre Leistung nicht zu bewundern und zu sehen, wie umwerfend sie in ihrem Alter aussieht. Sport und Yoga helfen der Schauspielerin, in Form zu bleiben. Jennifer trainiert jeden Tag etwa 1,5 Stunden lang.
Im Jahr 2017 entdeckte sie auch das Boxen für sich. Es ist das Längste, was Jen neben Yoga gemacht hat. Boxen ist eine tolle Möglichkeit, seine Aggressionen abzubauen. Man kann den ganzen Mist, den man sich jeden Tag anhört, geistig abbauen und sich in seiner Fantasie ausmalen, auf wen man einprügelt. Ich bin immer froh, dass es nicht dieselbe Person ist. Nun, Sie verstehen, was ich meine. Es ist erstaunlich. Außerdem hat Jennifer die Meditation für sich entdeckt. Ich führe ein wirklich gutes, persönliches, strenges Regime durch. In letzter Zeit mache ich das jeden Tag. Ich habe einen kleinen Ort zu Hause und ich meditiere etwa 20 Minuten lang zu verschiedenen Zeiten. Normalerweise direkt nach einer Tasse Kaffee und bevor das Chaos beginnt. Ihr Haus ist ein gemütliches Nest, in dem die zahlreichen Freunde der Schauspielerin immer willkommen sind und das sie gerne einrichtet. Ich würde gerne Innenarchitektin werden. Ich liebe es, in ein Haus zu gehen, das in Stücke gerissen wird und Wege zu finden, es wieder zusammenzusetzen. Jennifer ist bekannt für ihre Leidenschaft für Kunst und Antiquitäten. In ihrem Wohnzimmer hängen Gemälde von Marc Chagall, Robert Motherwell und dem Konzeptkünstler Glenn Ligon, von denen sie das letzte bei einer Spendenaktion für Haiti gekauft hat. Sie malt auch gern selbst. Ich hatte früher ein Kunstatelier und ich habe gemalt, mit Ton gearbeitet und das vermisse ich wirklich. Ich zog in ein anderes Gebäude um und da fand ich meine Drehscheibe, meine Staffeleien und alle meine Bücher. Ich habe all dieses Zeug gefunden, also werde ich vielleicht ein kleines Kunststudio neben dem Haus bauen. Und bevor wir über ein weiteres Hobby sprechen, das Jen hilft, sich zu entspannen, erinnern wir euch daran, dass ihr unseren Kanal abonnieren könnt, um die Veröffentlichung neuer Dokus über eure Lieblingsprominenten nicht zu verpassen. Ihr werdet noch mehr interessante Fakten über das Kino und seine Macher erfahren. Klickt auf Abonnieren und die Glocke und wir machen weiter. Aniston hat als Kind stricken gelernt, dann aber viele Jahre lang aufgegeben. Sie beschloss es wieder zu versuchen, als ihr Stylist der Schauspielerin Stricknadeln und Garn schenkte und sie begann zu stricken. Ihre Haustiere geben ihr ebenfalls die nötige Unterstützung. Jennifer hat drei Hunde, Clyde, Sophie und Lord Chesterfield. Jennifer Aniston lebt ein erfülltes Leben und versichert den Journalisten, dass eine Ehe für sie nicht notwendig ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die den Frauen Botschaften vermittelt. In diesem Alter solltest du verheiratet sein, in diesem Alter solltest du Kinder haben. Das ist ein Märchen, das ist die Form, aus der wir langsam auszubrechen versuchen. Warum wollen wir ein Happy End? Wie wäre es mit einer glücklichen Existenz, einem glücklichen Prozess? Wir sind alle ständig in einem Prozess, fügt sie hinzu. Jennifer Aniston gibt jedoch zu, dass sie nicht abgeneigt ist, eine neue Beziehung einzugehen. Sag niemals nie, aber ich habe kein Interesse. Ich würde gern eine Beziehung haben. Wer weiß, es gibt Momente, in denen ich mich einfach verkriechen und sagen möchte, ich brauche Unterstützung. Es wäre wunderbar, nach Hause zu kommen und in die Arme von jemandem zu fallen und zu sagen, das war ein harter Tag. Was die Gerüchte und Spekulationen über eine Schwangerschaft angeht, die auch nach Anistons Scheidung von Theroux nicht aufhörten, so scheinen sie nun ein Ende zu haben. Im November 2022 gab Jennifer in einem offenen Interview zu, dass sie es mit einer künstlichen Befruchtung versucht hatte. Ich habe versucht, schwanger zu werden. Es war ein schwieriger Weg für mich, der Weg des Schwangerwerdens. All diese Jahre und Jahre der Spekulationen, es war wirklich schwer. Ich habe IVF gemacht, chinesische Tees getrunken, alles Mögliche. Ich habe alles dafür getan. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn mir jemand gesagt hätte, frieren Sie Ihre Eier ein, tu dir selbst einen Gefallen. Man glaubt es einfach nicht. Hier bin ich also heute, der Zug ist abgefahren. Ich bedauere nichts, sagt sie. Ich bin sogar ein bisschen erleichtert, weil ich nicht mehr fragen muss. Kann ich? Vielleicht? 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 Darüber muss ich jetzt nicht mehr nachdenken. Wenn sie auf diese langen Jahre der Gerüchte und Verfolgungen zurückblickt, ist es beängstigend, sich vorzustellen, wie schwer es für sie war. Obwohl Jennifer im Laufe der Zeit gelernt hat, mit allen Spekulationen gelassener umzugehen, ist sie, wie sie selbst sagt, nicht so übermenschlich, dass sie sich davon nicht beeinflussen und verletzen lassen könnte. In einem Versuch, das Trauma der Übergriffe der Paparazzi auf ihr Privatleben zu verarbeiten, hat Jennifer einmal in einem Comic-Video über sich selbst mitgespielt. Das Video zeigt eine Schwangerschaft, die die Schauspielerin angeblich vor der Öffentlichkeit verheimlicht hat, bereits geborene Kinder und andere verrückte, unwahre Gerüchte. Me high. I think you're ashamed of me. Honey, that is not true. Now please, before anybody sees you, would you get inside? And would you please take your little brother with you? Oh. Hurry. Come on, scoot. Aber Fans und Boulevardmedien finden immer wieder neuen Klatsch und Tratsch. Kürzlich wurde im Netz über eine mögliche Wiedervereinigung von Jennifer und Brad Pitt gesprochen. Tatsache ist, dass die beiden im Jahr 2020 gemeinsam in einer Online-Lesung der Komödie Fun Times at Richmond High auftraten, die auf dem Facebook-Kanal der Wohltätigkeitsorganisation CORE ausgestrahlt wurde. Neben den ehemaligen Eheleuten nahmen 9 weitere bekannte Schauspieler an der Lesung teil, aber die Aufmerksamkeit des Publikums wurde von Aniston und Pitt auf sich gezogen. Vor allem, als sie eine pikante Szene vorlasen, in der Jennifers Figur Brads Figur verführt. You know how cute I always thought you were? I think you're so sexy. Will you come to me? Angle on Brad in Daydream.
Bei den SAG Awards 2020 heizten die Schauspieler hinter der Bühne die Stimmung weiter an. An diesem Tag hielten die Fotografen den Moment fest, in dem sie sich umarmen und süß miteinander plaudern. Als Bonus erhielten die Fans, die von einer Wiedervereinigung ihres Lieblingspaares träumten, ein Video von Jennifers emotionaler Reaktion auf Brads Auszeichnung. Die Schauspieler selbst sagen, dass nichts zwischen ihnen läuft. Brad kontaktierte Jen nach dem Tod ihrer Mutter und sie war gerührt, dass er wusste, was für eine schwierige Zeit das war. Brad wünscht sich, dass er das Ende ihrer Ehe auf eine rücksichtsvollere Weise verarbeitet hätte. Er hat Jen vor langer Zeit um Verzeihung gebeten und sie hat ihm vergeben. Wie auch immer die Zukunft von Jennifers Privatleben aussehen wird, wir können sicher sein, dass die Schauspielerin neben Liebesbeziehungen noch etwas anderes zu bieten hat. Sie ist eine starke, selbstständige Frau, eine talentierte Schauspielerin und eine Unternehmerin. Und sie hat noch viele Erfolge vor sich. Und was ist mit ihren Freunden? Diejenigen, in deren Gesellschaft Jen die Herzen von Millionen von Zuschauern gewann und als Rachel Green in die Filmgeschichte einging? Wie leben sie nach dem Ende der Sitcom Friends? Wer arbeitet weiterhin erfolgreich im Kino und wer ist fast nirgends mehr zu sehen? Wem von ihnen hat der Ruhm mehr Schmerz und Enttäuschung gebracht? Darüber haben wir in unserem anderen Video gesprochen. Klickt auf das Symbol, das auf eurem Bildschirm erscheint und schaut es euch an. Aber vorher vergesst nicht, unser Video zu liken. Und das war's für heute. Das war der Biographer. Danke, dass ihr bei uns wart. Auf Wiedersehen.